freundliche Seele hilft? Da sind Sie ja. Hallo, Sir. Es wird Sie bestimmt freuen, dass ich mit Professor Hackett meine Verteidigungszauber geübt habe. Sehr gut im Griff haben. Sie müssen weiter mit ihr und den anderen Professoren an ihren Fähigkeiten arbeiten. Dennoch möchte ich unseren Besuch in der Bibliothek nicht weiter verschieben. Nun, fahren wir fort? Fick! Es gibt Arbeit. Los! Professor Black, ich habe Sprechstunde. Das muss warten auf unbestimmte Zeit, genau wie Ihr Schüler. Ich hätte gedacht, dass Sie nach all dem Ärger wegen Osric gerne Wiedergutmachung leisten wollen. Mein Büro, 5 Minuten. Der Mann ist ein Ärgernis. Leider muss unser Ausflug in die verbotene Abteilung noch ein bisschen warten. Aber Professor... Wir haben keine Wahl. Es wäre unklug, unseren illustren Schulleiter weiter zu provozieren. Ich suche Sie auf, wenn ich das hinter mir habe, was ich ertragen muss. Sebastian hat doch die verbotene Abteilung erwähnt. Vielleicht hat er ja eine Idee. Sebastian, da bist du. Da bist du ja. Du hast mir eine Erklärung für den Vorfall in den 3 Besen versprochen. Victor Rookwood interessiert sich nicht für viele Schüler. Was hat es damit auf sich? Er arbeitet wohl mit Ranrock zusammen. Und der will was, das ich bei Gringotts gefunden habe. Ranrock? Wann warst du denn bei Gringotts? Professor Fick und ich landeten dort nach dem Drachenangriff. Ziemlich gute Geschichte. Fick hatte diesen Portschlüssel. Portschlüssel? Nach Gringotts? Ich verstehe gar nichts. Ich komme selbst kaum mit und ich war dabei. Jedenfalls haben wir in einem alten Verlies eine Karte gefunden. Sie führt zur verbotenen Abteilung. Das ist nicht dein Ernst. Mein voller Ernst. Professor Fick bestand darauf, dass ich niemandem davon erzähle. Ich habe wahrscheinlich schon zu viel gesagt. Verstehe. Dein Geheimnis ist bei mir sicher, was es auch ist. Danke, Sebastian. Du sagtest, man müsse schlau genug sein, um in der verbotenen Abteilung nicht erwischt zu werden. Das bin ich auch. Triff mich heute Abend vor der Bibliothek und sag's niemandem. Was ist, wenn man uns in der verbotenen Abteilung erwischt? Wir müssten nachsitzen. Lass dir vor allem eins gesagt sein. Meide Peeves, den Poltergeist, unter allen Umständen. Neben der mutwilligen Zerstörung von Schuleigentum ist ihm nichts lieber, als Schüler wie uns zu verpetzen. Danke, Sebastian. Bis später dann. Da drüben. Das ist die Tür, zu der wir müssen. Und diese lästigen Vertrauensschüler würden uns nur zu gerne bei Scribner verpetzen. Sie dürfen uns also nicht sehen. Verstanden? Das kriegen wir hin. Na los. Einen Moment. Es gibt da einen Zauberspruch, den du kennen solltest. Den Desillusionierungszauber.
gut, um an verbotene Orte zu kommen. Sprich ihn, und du wirst als kaum mehr als ein Lichtspiel erscheinen. Jedenfalls, solange du auf Abstand bleibst und still bist. Du meinst, ich kann mich echt unsichtbar machen? So in etwa. Ist nicht so narrensicher wie ein Tarnumhang, aber die sind teuer und Zaubersprüche, die sind gratis. Probier ihn doch mal. Mist, die Bibliothekarin ist noch da. Schnell, hinters Regal. Mist. Sollte die Bibliothekarin nicht längst weg sein? Ich sagte normalerweise, aber das macht nichts. Siehst du ihren Tisch hinter mir? Der Schlüssel ist in der Schublade des Schreibtischs. Also, folgender Plan. Ich locke sie mit einer Ablenkung weg. Du schnappst dir den Schlüssel. Ich treffe dich dann vor der verbotenen Abteilung. Du sorgst für Ablenkung, ich hole den Schlüssel. Verstanden? Ich sagte ja, ich bring dich rein. Und ich halte mein Wort. Vertrau mir. Ist da jemand? Sind Sie das, Peeves? Der Schlüssel. Hier ist er. Das war doch gar nicht so schwer. Jetzt muss ich das Buch finden. Vorsichtig. Die Luft ist jetzt... Wir müssen nicht mehr herumschleichen. Still wie ein Grab. Also, wonach suchst du eigentlich? Ich suche ein Heilmittel für meine Zwillingsschwester Anne, damit sie zurück nach Hogwarts kann. Weil bei Merlin alle anderen aufgegeben haben. Warum glaubst du, dass du in der verbotenen Abteilung ein Heilmittel findest? Gibt es im Krankenflügel nichts, das Anne helfen kann? Nein, wir haben alles probiert, von Schwester Blaney bis zum St. Mungo. Aber ich kann alleine suchen. Mach dir keine Gedanken. Konzentrieren wir uns auf das, was du suchst. Und das wäre was, genau? Das finde ich noch heraus. Gib dich nicht so geheimnisvoll. Seine neue kleine Klette erkunden Orte, an denen sie nicht sein sollten.
ungezogen und bald aufgeflogen. Peeves, wag es. Das war dich. Ah, verfluchter Peeves. Ich muss ihn aufhalten oder mir wenigstens eine gute Ausrede überlegen. Warte, ich will nicht, dass du meinetwegen Ärger kriegst. Ich habe ein gutes Händchen mit den Lehrkräften, wenn es um Strafen geht. Außerdem, ich mag Freunde, die in meiner Schuld stehen. Jetzt geh. Viel Glück bei der Suche. Na gut, wo ist der verdammte Poltergeist hin? Ich weiß, mit welchem Zauber ich die Rüstung repariere. Reparo. Natürlich. Spuren alter Magie. Dieser Raum muss doch etwas verbergen. Das war's. Führt sie wohl hin? Ich muss die Rune dort drüben erwecken. Das war ja klar. Da sind Wachen. Protego! Hier scheint es weiterzugehen, aber wohin?
Fast geschafft. Ich sollte einen kühlen Kopf bewahren. Es ist also doch ein Buch. Sie wollten mich sehen? Schulleiterin Fitzgerald? Professor Rackham? Miss Isidora Morganock. Willkommen. Professor Rookwood? Professor Bakar? Ich hörte, Sie gewöhnen sich langsam an das Leben in Hogwarts. Das stimmt. Das freut mich, wenn man bedenkt, wie ungewöhnlich es ist, in der 5. Klasse einzusteigen. Wie es der Zufall will, fing auch ich als Fünftklässler in Hogwarts an. Doch wir scheinen Einzelfälle zu sein. Miss Morganock, gestern nach dem Unterricht befragten Sie mich nach all den wunderschönen Wirbeln, die Sie vor all den Jahren sahen, als wir Ihr Dorf besuchten. Ich habe Sie alle sofort erkannt. Ich kann Ihnen gar nicht genug danken. Wir helfen doch gern. Und ja, ich habe Sie gesehen. Sie waren überall.
Mein Vater meinte, ich hätte mir das nur eingebildet, aber sie wirkten so echt auf mich. Das war keine Einbildung. Percival, Professor Rackham, kann sie auch sehen. Bisher ist das der einzige bekannte Fall. Ich bin verwirrt, was sind sie? Geflüsterte Worte oder vielmehr Spuren, die beim Wirken von alter Magie erscheinen. Alte Magie? Kaum jemand ist ihrer mächtig. Hogwarts selbst ist eine Hochburg alter Magie. Wenn ich also Spuren alter Magie sehe, kann ich sie etwa auch beherrschen? Mit der richtigen Anleitung. Aber wir wollen nichts überstürzen, Miss Morgenack. Bevor ich Sie in dieser Magie unterweise, müssen Sie alles andere beherrschen, was Hogwarts bietet. In falschen Händen kann solche Magie großes Leid verursachen. Sie darf nur von Auserwählten genutzt werden. Daher müssen wir Sie bitten, niemandem zu erzählen, was Sie heute erfahren haben. Sebastian. In der verbotenen Abteilung. Schon wieder. Ich dachte, wir hätten diesen Unfug hinter uns. Nachsitzen reicht bei Ihnen offensichtlich nicht. Ich fürchte, ich muss den Schulleiter informieren. Und abgesehen davon teilte mir Peeves mit, dass Sie heute Abend nicht allein waren. Wenn sich jemand genötigt hat, dann sagen Sie es mir. Sie sind doch klug. Vergeuden Sie das nicht. Da war keiner. Ich kam allein. Oh, Sebastian. Was wird nur Ihr Onkel sagen?